Hallo, hier ist Wiegald Boning im Auftrag von... Wir befinden uns hier vor einer der erfolgreichsten bundesdeutschen Hitfabriken. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass hier ein phänomenaler Komponist, Texter, Arrangeur, Produzent residiert. Wir werden uns mal genauer umschauen. Hallo, Lieber. Ja, das geht schon los. Wir sind ja gerade Zeuge eines interessanten Vorgangs geworden, dass hier eine angebliche Miss Ostfriesland sich beworben hat, um ein produziert werden, sagt man. Ist da tatsächlich was dran? Naja, ich meine, wir kriegen eigentlich so jeden Tag diverse Angebote von Künstlern, die natürlich produziert werden wollen. Und heute Morgen hatte sich eben die aus Tutti Frutti beworben, also diese Blonde, Monique heißt die. Und ich meine, also das ist eigentlich so an der Tagesordnung, nicht? Oder gestern war irgendjemand da hier, die war gerade Titelmädchen im Playboy und so. Und ich meine, das sind so die angenehmen Seiten des Berufs, ne? Aber wie gesagt, ich meine, wir überlegen uns das, klar, wir hören uns das natürlich an. Und aber meistens macht man es eben dann doch. Und ich glaube, dass die Zeit der singenden Busen vorbei ist. Man sieht den Leuten das eigentlich schon an, ob sie eben was drauf haben. Aber nur eben zwei Beulen hier vorne, das reicht nicht. Wie kommst du eigentlich zu deinen Texten? Zum Beispiel, I love you on the rocks, ich liebe dich auf Steinen zum Beispiel. Bist du Asket? Nee, also ich glaube auch nicht, dass man das machen sollte, weil da hat man bestimmt also irgendwie einen Bluterguss oder so. Das passte einfach sehr gut zu der Melodie. Und klar, ich meine, man überlegt sich schon immer so plakative Zeilen, nicht, die irgendwie so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und irgendwie was, sag mal, eine Zeile I love you oder so, das ist im Cheater, ne? Bei der ganzen Arbeit, dennoch hast du jetzt noch Zeit zum Wichsen überhaupt. Zum was? Zum Wichsen. Das mache ich nicht. Machst du überhaupt nicht? Warum denn nicht? Also ich mache das des Öfteren. Ja, ich meine, du hast es vielleicht nötig oder so, aber ich meine, also ich kenne eine ganze Menge hübscher Frauen und so. Und also ich fand das auch noch nie so gut, muss ich sagen. Also früher, klar, als ich 13 war oder so, da habe ich das vielleicht auch mal gemacht. Aber jetzt, also die letzten 20 Jahre, glaube ich nicht mehr.